eingeben. Auf Wiedersehen von Saxon. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir haben eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Saxon Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Lauf der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt und hofft, dass Saxon dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen in unsere Investitionen in die Station schwankt nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Saxon Apollo, Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind Menschen. Saxon Corporation. Ich könnte kotzen. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Ha, okay, alles klar. Zubehör. Energieknotenpunkt, D13. Stellen Sie den Strom für den Abflug wieder ein. Ja, okay. Hey! Leute? Cool. Okay. So, 0340. Schauen wir mal. Oh Gott, hier können wir jetzt auch lang. So, da vorne ist noch... So, okay, geht's auf. Ich würde mal ganz kurz da vorne hingehen. Oh, hier ist noch ein Kasten. Bindemittel, Flammenwerfer? Was? Flammenwerfermunition? Oh Gott, wir kriegen Flammenwerfer? Wie geil ist das denn bitte? So, hier sind wir hergekommen. Hier ist immer so ein Rollcontainer. Schauen wir mal rein. Bindemittel. Inventar voll. Okay. Ich freue mich auf den Flammenwerfer. Ja, das tun wir alle. Ja, Junge, das tun wir alle. Flammenwerfer ist tatsächlich wirklich neben der Kettensäge in Horrorspielen. Ganz Besonderes. Warte mal. Hier, du kick mich mal lieber. Weiß ja nie. Aber im Kopf immer. So kleine Sounds, ey. Boah. Also ich spiele ja über Kopfhörer. Das ist schon geil. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ihr über Kopfhörer oder über Fernseher schaut irgendwie. Was zur Hölle ist hier passiert? Was ist das überhaupt für ein Planeten, vor dem wir hier liegen mit der Sevastopol? Immer Kopfhörer. Für die Immersion. Absolut. Absolut. Verschlossen. Okay. Die Mucke. Okay, also. Ich habe auch viel tatsächlich hier über die Soundkulisse und den Soundtrack gelesen. Sehr viel Positives. Bis jetzt kann ich es blind unterschreiben. Wie geil das ist. So, okay, wie kommen wir denn hier irgendwo lang? Kommen wir hier rüber? Wie ist doch was? Da ist eine Treppe, dann gehen wir da mal hoch. Wie so eine Wartehalle, was das Spaceflight Terminal. Okay. Ja, wie so ein Terminal, ne? Ein Terminal. Okay. Ist tatsächlich mal so ein bisschen die Kondition runter. Oh nicht. Oh! Hey! Na? Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Hey! Nein, mach doch nicht die Sch. Nein! Verdammt! Mach denn jetzt die Schrauben nicht? Scheibenkäse! Alter!
Kalt auf den Ohren, ist ja Wahnsinn. So, okay. Schauen wir mal. Okay, alles klar, wir sind rübergekommen. Da kommen wir durch. Ja, dieser, 18er Jahre Raumschiff-Flair ist halt wirklich mega geil. Also, fast nostalgisch. Ja. Leuchtfackel, wunderbar. Was haben wir da drüben? Okay. Machen wir mal den Strom an. Nein, eine Automatenhalle. Hallo? Eine Automatenhalle, wie cool. Kann ich irgendwas machen? Hat jemand mal eine Münze? Schade. Oh Mann. Let's play. Großartig. Ey, habt ihr bestimmt auch mal gemacht, war irgendwie, wenn ihr irgendwo... Also, ich spreche mal jetzt nur von mir, irgendwie. Wenn ich im Urlaub irgendwo war, wo so eine Automatenhallen war, habe es geliebt. Die Eltern mussten mich da rauszerren. Chop, ist hier Ketchup? Paar Buntstifte, paar Wachsmalstifte. So, hier können wir speichern. Nächste Wartungsschacht. So. Okay. Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schulden dann nicht länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Sie sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte... Ja, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Okay. An alle Mitarbeiter. Das Raumfahrtsterminal. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshall untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro des Marshalls, Wade. Was ist Apollo? Was ist Apollo? Apollo ist eine zentrale KI, die Saxon Hivi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Saxon, Morgen, gemeinsam. Schlimmer Slogan. Okay, alles klar. Das Gute ist natürlich, man bekommt so ein bisschen Story anscheinend dadurch vermittelt, wenn... Lord Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Yay. Yay. Also Leute, die den Kanal schon ein bisschen länger kennen oder halt unseren YouTube-Kanal wissen, sobald ich in einem Lüftungsschacht bin... werde ich zu Solid Snake. Totale MGS-Flashbacks. Oh krass, also die Atmo ist mega in dem Spiel. Mega. Ach, öffnen. Hallo? Okay, es sieht... Hier fällt alles auseinander. Springen kann ich nicht, ne? Können wir klettern? Hier rein? Oh, ne? Moment. Was ist das? Ich habe hier gerade irgendeinen Punkt zum Interagieren gehabt. Da. Ah, muss ich die Kehrmaschine mal schnell wegfahren? Okay.
So, bin natürlich immer so ein bisschen knauserig irgendwie so mit Equipment irgendwie. Das heißt, ich hebe mir tatsächlich so Batterien für Taschenlampen, irgendwie Leuchtfackeln. What? Bis zu dem Punkt auf, wo ich sie wirklich absolut nötig brauche irgendwie. Und wo gar nichts mehr geht. Hallo? Okay. Nicht cool. War jetzt hier dieser Aufstand, wo Schüsse fielen? Das da vorne muss der Ausgang sein. Wartungsheber benötigt. Okay, wir haben natürlich auch keinen Wartungsheber. Gehen Sie durch die Haupttür. Achso, ne, das ist jetzt die Leuchtfackel wahrscheinlich. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte, ob wir irgendwo einen Hinweis bekommen. Hier sind ebenfalls zwei Punkte von Interesse. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Alles klar. Also nicht, dass wir ihn meint waren, aber... So, da drüben ist zu. Hier drüben, komm mal rein. Nochmal hier so ein bisschen gucken, ob wir irgendwas sehen. Aber so fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ist ein Hebel. Also diese Lichteffekte sind doch wohl einfach nie dicht. Also, echt. 2014, ich bin speechless. Speechless! Okay, hier ist nochmal eine Barriere, so ein Wartungsheber. Drin liegt noch Vater. Irgendwie, wir müssen auf jeden Fall rein. Und wie gesagt, es sieht überall so aus, als wenn die Leute sich irgendwo so notdürftig irgendwie niedergelassen haben. Ne? Irgendwie als. Also hier muss wirklich echt ein Haufen Scheiße passiert sein. War nicht so krass wie bei Dead Space, aber. Kann man hier durch? Schade. So. So, jetzt habe ich ganz kurz mal Orientierung verloren. Warte mal, ich bin hier, bin ich rausgekommen, ne? Oder? Genau. So. Plasmaschneider benötigt. Käse. Ja, vielleicht. Da sehe ich auch was hier. Also Leute, falls ihr irgendwo etwas seht, ist geil, Alter. Ein Karton mit Tapes. Wie geil ist das denn? Nein. Fette Mixtapes. Hammer. Falls ihr irgendwo etwas seht, scheut euch nicht einfach in den Chat reinzuschreiben. Jetzt hier wieder Kay kommen. Jetzt hätte man jetzt hier drüben hinlaufen können. Wenn ihr hier irgendwo was... Okay, was übersehe ich? So, hier haben wir noch einen Punkt. Okay, das ist wahrscheinlich halt diese Strebe hier, die damit gemeint ist, ne? Genau. So. Seht ihr noch irgendetwas? Wie cool wäre es denn, wenn noch... Jetzt noch Wort mehr dazu geben würde. Du verlangst zu viel, hey Junge. Du verlangst zu viel. Oh, vielleicht noch ein Heft für Bademoden. Okay, na, dann gehe ich mal zurück. Vielleicht kommen wir jetzt hier noch nicht weiter. Das kann ja auch sein. Auch kein Lüftungsschacht oder irgendwas, ne? Achso, vielleicht haben wir jetzt hier einfach nur den Strom angeschaltet.
Cool. Schau mal kurz hinterm Tresen, ob wir hier irgendwas finden. Fetten Schokoriegel vielleicht noch mitnehmen. Ansonsten gibt's hier nichts. Oh, eine Treppe. Ach, schauen wir jetzt nach oben. Haha. Fuck the Marshals. So, okay. Bisschen Karten gespielt. Kann man machen. Zum Verstecken halten. Was? Ach, Jemine. Ach, Jemine. Na, das verspricht ja nicht, Judith. Das verspricht ja nicht, Judith. So, haben wir noch irgendetwas auf den Tischen? Sieht auch nicht so aus. Oder? Nee. Können wir speichern? Hier geht's weiter. Okay, hier haben wir nochmal so eine Blockade. Was hier hinten mal geschaut, auf dem Tisch. Ja, toll, einen Plastikbecher mitnehmen. Wir könnten mal auch nochmal durch. Aber ich gehe erstmal kurz hier in den Raum rein. Gut. Waits. Was? Okay. Und hier gibt's scheinbar gar nichts. Na gut, dann weiter. So, was haben wir denn hier? Oh, sieht nach einem Lager aus. Haha, ein Joystick? Nein, Alter. Nice. Auf jeden Fall noch ein Taschenrechner. Ich brauche noch einen Taschenrechner. Noch ein Joystick. Oh, großartig. Großartig. Oh, Scheiße. Okay. Ah, ich glaube, der ist nicht mehr so ansprechbar. So, warte mal, hier habe ich... habe ich die gesehen. Okay, wahrscheinlich werden wir da über den Schacht jetzt da reinkommen. Gucken wir mal. Ich glaube, da lag so eine Art Schlüsselkarte oder irgendwas. Mal schauen, was ist das? Ja, cool. Alles klar. Was haben wir da? So cool wie du. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Was? Lass ihn los. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshals. Wir sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Was gesperrt. Wie, so um jemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay, cool. Alles klar. Wir haben jetzt also den Wartungsheber und damit können wir diese... Alles gut? Hab ich gerade was verpasst? Warum war die Musik gerade so dramatisch? Schlimm? Also wir können jetzt hier diese Barrieren entfernen. Das ist gut. So, auf geht's. Und A. Also ich muss sagen, bis jetzt steuert sich dieses Spiel sehr gut über Maus und Tastatur irgendwie. Also... Ihr habt ja manchmal so Spiele, die passen irgendwie nicht so wie so ein Schuh, der zu klein ist. So, hier haben wir nochmal so ein Ding. Person Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Nick, jetzt rausgehen und... Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Das ist geil. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ist denn die Musik immer so dermaßen dramatisch? Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen.
Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. So, zieltechnisch müssten wir jetzt hier durch. Ich würde aber gerne nochmal hier hingehen irgendwie. Da sind wir vorhin nicht reingekommen irgendwie. Aufgrund, weil wir halt den Wartungsheber nicht hatten. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das Spiel so Point of No Returns hat irgendwie. Wenn du irgendwie einen gewissen Spielprogress hast irgendwie und du halt einfach nicht mehr zurückkommst. Deswegen, sorry, wenn hier ein bisschen Backtracking davon dabei ist. So, und mach auf das Ding. Ups. Okay. Hallo? So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Sensor, Schrott. Ich sammle hier die ganze Zeit zusammen. Mutti, hey, grüß dich! Na? Hey. So. Okay, das war, that's it. Deswegen war das Ding jetzt verschlossen? War das schlimmer an der Sache? Habe ich hier irgendwie ein Inventar oder so? Durch. Gut. Okay. Das sieht man nicht so aus. So, okay. War jetzt hier noch einer? Ich glaube ja, ne? Ich würde sagen, looten, was geht, solange wir hier noch alleine sind. Absolut. Ja, nachher wird es wahrscheinlich schwierig. Hier braucht man einen Ionenschneider. Den haben wir nicht. Okay. Na gut. Then let's go back to the main hall. So. Hier müssen wir hin. Da müssen wir hin. Der Vater auch mit dabei. Na, sag mal. Grüßt euch. Hi, ihr Lieben. So, falls ihr euch wundert, wir spielen eh in Isolation. So, wir spielen ungefähr seit, na, knapp einer Stunde irgendwie. Sind tatsächlich noch nicht weit. Wir spielen die Tochter von Ripley. Aus dem ersten Teil von Aliens. Und wir sind mit unserem Raumschiff, der Torrance, zu einem anderen, zu einer Raumstation, der Sevastopol, geflogen. Ja, und ich sag mal, sind so ein bisschen Gravity-mäßig rübergeknallt. Und müssen die anderen suchen, die mit uns darüber geflogen sind und vielleicht gar nicht mehr leben. Wir wissen es nicht. Und auf der Sevastopol ist irgendwie krasser Scheiß passiert. So. Ja, 257, wenn du Bock hast, irgendwie. Lass doch, wenn du willst, ein Follow da irgendwie. Du siehst, wir haben hier echt eine mega nette Community, die halt immer am Start ist irgendwie. Und hey, wenn du Lust hast, wär Teil davon. Lass doch einfach ein Follow da, wenn du magst. So. Okay, alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen Story-Progress hier. Ja, Vater. In Isolation. Ganz ruhig. Okay. 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 Schnitzelklopfer. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Grüß dich. Hi. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja, gehört. Ja. Spielt jemand mein Horror-Lieblingsspiel? Na, toll. Hier ist etwas auf der Station. Ja, das ist grandios bis jetzt. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich? Zeigefinger bestimmt, der Typ. Ein Platz auf dem Schiff. Cool. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Wir haben vorhin festgestellt, das Spiel ist von 2014. Und es sieht einfach grandios aus. Also wenn man sich mal wirklich so das Gesichtsmapping anguckt. Also mega.
Na los, Süße. Absolut mega. Sixen Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? So. Kurze Frage nochmal kurz an den Chat. Ich habe... Jetzt ist halt die Frage, schaut mal irgendwie, wir haben hier vorhin ein Ausrufezeichen noch gehabt irgendwie. Frage war, haben wir da eventuell etwas liegen lassen? Wollen wir jetzt nochmal kurz hingehen? Hier liegt ebenfalls noch etwas, wo wir nicht wissen irgendwie, habe ich etwas liegen lassen? Es ist Backtracking irgendwie. Ja, es ist ein ganz schöner Weg irgendwie. Sollen wir zurückgehen oder sollen wir nicht zurückgehen? Ich würde es jetzt euch mal überlassen irgendwie, wenn nicht, schreibt es mir einfach mal ganz kurz in den Chat irgendwie. Ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten. Gut, Dave, okay, alle klar. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, wir müssen jetzt nicht unbedingt hierhin zurück zu den Punkten mit dem Ausrufezeichen, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen weiter. So, dann lass mich doch die Stelle hier entfernen. Schwepp! Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja. Dann hält's mal bitte noch. Die Blase. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie voll verschwindet. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Schön. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da okay, Geräusche also gehört. Hier scheint sich wirklich jeder der Nächste zu sein, hier jetzt auf der Station. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst. Die gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Schön. So. Ja, und die Luft hier mit so einer Leuchtfackel rum. Ist echt geil. So. Safe. Mal speichern. Weiß ja nie. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gerne. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Erinnert mich so ein bisschen an Eden der Sträflinge aus dem dritten Teil von Aliens. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Okay. Die Werbung ist halt so mega cool überall. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Okay. Oh, was liegt hier? Schrott. Hammer. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Okay, cool. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Schön. Alter, die sind ja alle echt richtig gut drauf. Das war deine Idee, nicht?